Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Heute sind es 3 Filme. Wow, damit hat keiner gerechnet, über die wir sprechen werden. 3 Filme, die ich mit unterschiedlichsten Leuten nach diesem großen, weiten Internet aufgenommen habe. Zu Beginn werdet ihr hören, wie ich mit dem Daniel über Green Book gesprochen habe. Ein Film, der aktuell sehr viel positive Kritiken bekommt. Und naja, vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Daniel ist jemand, den ich aufgegabelt habe, ja, weil er mir quasi vermittelt worden ist. Ich habe über Twitter war es, glaube ich, geschaut, wer den Film schon gesehen hatte. Hatte dann Kontakt zu einer Filmkritikerin, die mir dann wiederum den Daniel empfohlen hat. Und ja, der Daniel, der ist jemand, der diverse Filme schon gesehen hat und jetzt aktuell auch wohl in den Staaten verweilt. Hört unbedingt mal rein, was wir zu Green Book zu sagen haben. Im Anschluss bekommt ihr den Film Plötzlich Familie auf die Ohren. Und auch hier war es so, dass ich einfach mal Twitter angeschmissen habe. Plötzlich Familie ist ein Film, von dem ich dachte, der wäre total gut für die Weihnachtszeit geeignet, denn ich habe ihn im, ja, ich glaube, Dezember letzten Jahres gesehen und dann erfuhr ich, dass er hier in Deutschland erst deutlich später startet. Jetzt gab es nochmal eine Kinoverschiebung, also eine Veröffentlichungsverschiebung auf Ende Januar und nun gut, letztlich habe ich den Film besprochen zusammen mit Patrick und Julia. Beide sind auch, wie gesagt, auf Twitter unterwegs gewesen und waren bereit, mit uns über den Film zu plaudern. Da könnt ihr euch auf eine ganz fluffige Runde freuen. Und im Anschluss gibt es die Filmkritik zu Mia und der Weiße Löwe. Ja, und Mia und der Weiße Löwe ist ein Film, den ich selbst leider nicht besuchen konnte. Allerdings meine private, bessere Hälfte war für uns in der Pressevorführung, hat ihn sich angeschaut und wir gehen dem Film mal so ein bisschen nach, wie er aus Perspektive einer jungen Frau wirkt und ob er sich vielleicht auch für einen, ja, zum Beispiel Pärchenabend eignet. Ihr seid herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen, sei es auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload oder wo auch immer. Ihr könnt uns natürlich auch überall Bewertungen dalassen. Ich denke, ihr wisst, wie das System funktioniert. Insbesondere iTunes und Podcast.de eignen sich hervorragend, um Sterne anzuklicken und ein paar nette Worte zu hinterlassen. Ihr könnt euch auch gerne mal bei mir melden, wenn ihr einen Film in der Sneak Preview gesehen habt und den besprechen wollt. Ihr könnt Solo-Beiträge einreichen, wo ihr quasi so monologisierend über Filme sprecht. Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten und natürlich könnt ihr euch selbst einen riesengroßen Gefallen tun, wenn ihr den aktuellen Feed, den RSS-Feed der Filmkritiken vom Telestammtisch bei euch im Podcatcher edit, denn es ist so, dass wir im Hauptfeed jetzt nur noch die regulären Ausgaben und die Interview-Specials haben und die Filmkritiken jetzt ausgelagert sind in einem eigenständigen Feed. Wer hier regelmäßig reinhört, der weiß das schon genauer und nun freut euch doch bitte mit mir gemeinsam auf die Filmbesprechung, die euch am 31. Januar diesen Jahres in den deutschen Kinos erwarten. Keine Sorge, es gibt eine ganze Menge mehr Filme und auch die besprechen wir alle, denn wir werden diese Woche wohl auf 3 Ausgaben kommen. Mal schauen, was passiert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt viel Spaß. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen hier zur Besprechung eines Films. Huhu! Ein Film mit dem Titel Green Book, eine besondere Freundschaft aus dem Jahr 2018. Er wird in Deutschland Ende Januar, nämlich genau am 31. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommen. Ist eine Historienverfilmung mit auch Drama, Comedy-Einschlägen, aber eben einem deutlichen Fokus auf geschichtliche Vorgänge. Basiert, glaube ich, auch sogar auf einer wahren Begebenheit. Geht vermutlich 2 Stunden und 10 Minuten. Und ja, PG-13. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ab 12 freigegeben wird. Wir haben so ein paar blutige Szenen, aber nicht zu krass. Also 12 könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja, und erneut bin ich nicht alleine. Nein, ich habe mir jemanden geschnappt, beziehungsweise habe ich so ein bisschen rumrecherchiert, wie ich denn eigentlich den Film besprechen kann und vor allem mit wem. Und da habe ich eine junge Dame angeschrieben, eine Filmkritikerin. Und die wiederum hat mich verwiesen an meinen heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen, Daniel. Moin, moin. Weißt du noch, wer waren das, über wen wir uns da quasi jetzt hier kennengelernt haben? Das war Corinna Gerhardt, eine Drehbuchautorin und Filmregisseurin aus Bremen. Mhm. Und ihr kennt euch eigentlich einfach irgendwoher? Ja, also sie ist eigentlich der Grund, dass ich hier nach Bremen gezogen bin, weil ich ja eigentlich aus der Pfalz in Süddeutschland komme. Und ja, ich habe sie in einem Schreibseminar kennengelernt, damals auf Waltrum. Und sie meinte so, hey, du machst mein Abitur und du willst weit weg irgendwie und ich wollte auch weit weg, komm nur nach Bremen und so. Und sie hat mir auch immer von der Sneak erzählt hier in Bremen. Mhm. Genau. Bei uns bei der Sneak werden manchmal so Süßigkeiten ins Publikum geschmissen. Gibt's das bei euch auch? Nee, das nicht, weil wenn unser Sneakman was schmeißt, trifft er immer einen Kopf oder Autsch. So. Und das ist blutig geendet, beziehungsweise oh, ja. In kaputten Brillen. Bei uns gibt es einen Filmquiz immer vorher, wo es Gutscheine für die Sneak Preview zu gewinnen gibt und andere Sachen oftmals, so Filmplakate, auch mal Bücher oder Soundtracks.
So, weil er immer alle Filmverleiher anschreibt und da irgendwie die Sachen immer bekommt. Das ist sehr cool. Bei uns gibt es immer auch die Möglichkeit, so ein bisschen darzustellen, was man eigentlich noch macht, wenn man gerade nicht in Sneak Preview sitzt. Und du bist wohl beteiligt an einem Literaturfestival. Vielleicht kannst du uns da mal kurz erklären, wie es heißt, was es ist, wo es ist und vor allem, warum es ist. Genau, neben meiner großen Leidenschaft für die Filmkunst und die ganzen Filme generell, mache ich eigentlich so, ich bin Assistent bei einem Literaturfestival hier in Bremen, das heißt Globale Literaturfestival für grenzüberschreitende Literatur. Das ist meistens immer so im Herbst, so November rum. Und wir sind eigentlich das einzige Festival hier in Bremen, das sich mit Literatur, die nicht deutschsprachig ist, auseinandersetzt. Wir haben mal ganz viele Autoren aus Tschechien, aus Slowenien, aus den USA, also überall aus der Welt und nicht mal Europa abhängig, zu Gast, die ihre Themen vorstellen. Und dieses Jahr hatten wir das Thema Europa, ganz großes Thema natürlich. Ui. Ja. Und es ist einfach, also ein großartiges Festival, wenn man mal in Bremen ist, zu der Zeit kann man auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Neben den Filmen gibt es hier ganz viel Literatur zu sehen und ja, eigentlich ein tolles Festival, bei dem ich jetzt dabei sein darf. Wo findet das statt? So in Büchereien oder in Bibliotheken? Also wir haben überall Veranstaltungen. Wir waren auch mal schon in Oldenburg, also der anderen Stadt, und Bremerhaven und Delmenhorst. Wir haben die Stadtbibliotheken sind dabei, wir haben Museen dabei. Aber das meiste passiert an dem Wochenende immer im Theater Bremen. Also das man merkt, im Theater Bremen, das kostet dann aber meistens Geld. Die anderen Veranstaltungen in der Woche vor dem Theater sind immer kostenfrei. Deswegen auch keine großen Geldausgaben, die man da zu machen hat. Und vermutlich gibt es viele, viele, viele Lesungen, oder? Viele, viele, viele Lesungen, auch Diskussionen. Wir hatten jetzt gerade Volker Weidemann, der Chef des Literaturspiegels und Moderator des Literarischen Quartetts zu Gast. Und Herfried Münkler, auch ein ganz bekannter Germanist, Politikwissenschaftler, zu Diskussionsrunden zu Europa. Also es ist nicht nur Lesungen, wir haben auch Filmemacher da, da haben wir die Connection, ja. Nice. Filmemacher da, die aus Tschechien, weil unsere Direktorin des Festivals ist aus Tschechien. Die hat Filmemacher eingeladen, die ja noch nicht so bekannt sind und die sie unterstützt. Und da haben wir auch Filme gezeigt. Deswegen ist auch da ein bisschen Film wieder dabei. Da vielleicht nochmal für mich so als Laien. Ich kenne jetzt vor allem die Frankfurter Buchmesse. Eine Veranstaltung, auf der sich jeder Verlag vorstellt. Da sind auch x Lesungen, x Künstler und ich gehe da eher mit so einem Comic-Fokus oder Comic-Perspektive da häufig dahin. Wo ist denn der Unterschied zwischen so einem Festival wie eurem und so einer Messe? Also, liegt eigentlich schon im Wort. Also, eine Buchmesse ist meistens sowas wo die Verlage sich verkaufen, wo sie ihre Programme vorstellen und die Autoren sozusagen vorstellen. Und da gehen wir hin als Festival. Wir als Festival gehen auf die Buchmesse, schauen uns das neue Programm an, was in den neuen, im neuen Jahr kommt. Und dann konzipieren wir daraus unser Programm für das Festival. Ein Festival ist ja eigentlich immer gleich. Man kennt das aus, auch ein Filmfestival, die Berlinale, oder auch ein Musikfestival wie das Hurricane. So ist auch ein Literaturfestival eigentlich aufgebaut. Also man geht dahin, man tauscht sich aus, man hat einen Ort zum Reden und zum Austauschen. Es ist nicht so hektisch und nicht so, ja, nicht so ein Termindruck wie auf einer Buchmesse, die eher geschäftlich und eher auf die Kulissen beschränkt ist. Ja, stimmt, die Buchmesse ist eher so businessorientiert und vor allem für B2B häufig und weniger der Endkunde, ne? Genau, ja. Also Ja. da sind auf jeden Fall die Verleger und die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, eigentlich mehr im Fokus als jetzt die Besucher, die auf die Messe kommen. Sehr schön. Ja, und du hattest auch die Gelegenheit, dir Green Book anzuschauen. Wie kam es eigentlich dazu? Vorm Kinostart wohlgemerkt. Genau, es ist ganz, also das muss man hier, glaube ich, erwähnen, es war irgendwie ganz besonders, weil unser Kinoman Marc von der Schauburg Bremen hat, bevor der Film gezeigt wurde, nochmal explizit erwähnt, dass wir irgendwie so eine ganz special Funktion haben, weil wir so eine Sneak Preview haben, weil die offiziellen Previews erst im neuen Jahr erscheinen, weil der Film ja erst Ende Januar rauskommt. Und ich gehe halt jeden Montag in die Sneak Preview hier in Bremen und ja, da hatte ich das Glück, dass dann Green Book zufällig dann auch kam. Jo, Green Book, so viel habe ich schon mitbekommen, scheint ja wirklich auf wahren Begebenheiten zu basieren und das namensgebende Green Book und was das eigentlich ist, das gab es wohl tatsächlich wirklich. Willst du vielleicht mal versuchen, die Geschichte von dem Film zusammenzufassen und ich würde dann, soweit ich das überhaupt kann, versuchen, das zu ergänzen. Ja, ich kann das gerne mal versuchen. Also Green Book dreht sich um also einen italienischen Einwanderer, der in Queens in New York lebt, der von Viggo Mortensen gespielt wird und der sich so mit Gelegenheitsjobs rumschlägt. Es spielt, glaube ich, in den 60er, 50er, 60er Jahren oder so. Der sich so ein bisschen rumschlägt und der so keinen, er seinen Job verliert dann in so einem Casino, wo er als Schläger arbeitet.
Und da er ja da Geld verdienen muss, weil seine Familie bei ihm wohnt und die er zu versorgen hat, sucht er danach nach Aufträgen oder irgendwie neuen Jobs. Und er ist ein bisschen rassistisch. Das wird sehr deutlich so. Er hat was gegen Schwarze, weil der Rassismus damals natürlich sehr groß war. Aber dann bekommt er irgendwie einen Auftrag, einen Doktor zu chauffieren. Und er meint zuerst, das wäre irgendwie so ein normaler weißer Arzt. Es stellt sich dann aber heraus, dass es ein Doktor ist, der aber Pianist ist und der eine große Konzerttour in den Südstaaten antreten wird. Und er soll ihn da begleiten, soll ihn chauffieren, soll ihn auch gewissermaßen auch beschützen. Und der Doktor ist halt auch schwarz und wird gespielt von Mahershala Ali. Und ja, so geht das dann los und es geht so eine Art Roadtrip, moviemäßig geht das dann los in die Südstaaten und da entwickelt sich dann halt diese sehr komische und witzige Freundschaft zwischen den beiden. So mal ganz kurz. Und ich würde sagen, das ist einer von zwei eben großen, schweren, zentralen, ja, Themen des Films. Also zum einen, dass die eben da lange, lange, lange in diesem Auto sitzen, stundenlang, tagelang und sich dann natürlich wohl oder übel ein bisschen näher kommen. Währenddessen die von Viggo Mortensen gespielte Figur, diese Tony Lip nennt er sich, der erinnert mich halt auch volles Rohr an Charaktere, die wir jetzt zum Beispiel auch aus den Sopranos kennen, ja, weil da irgendwie anscheinend auch so ein bisschen in der lokalen Mafia irgendwie involviert ist, aber eben einer noch von den eher Guten zu sein scheint, der auch mal einen Ausschlag, einen Auftrag, der so ein bisschen shady zu sein scheint, eher ausschlägt. Aber er ist auf jeden Fall da irgendwie so drin und er kennt sich da auch aus. Der eben mit seinen rassistischen Vorurteilen, der trifft dann jetzt plötzlich auf eine Figur, eben auf diesen Doktor, der halt mega smart ist. Also das ist ein Typ, der ist um die Welt rumgekommen, der hat viele Leute kennengelernt an höchsten Positionen, der kann super reden, der ist wahnsinnig begabt am Klavier, damit verdient er eben auch sein Geld und hat zum Beispiel auch, wir sehen zum Beispiel, wie er wohnt, ja, also wir sehen seine Wohnung oder so, die ist oberhalb eines Theaters und das ist eingerichtet mit dem besten Schick, den man wahrscheinlich zur damaligen Zeit für Geld kaufen konnte. Also dann unter anderem, an was kann ich mich erinnern, an so Stoßzähne von Elefanten waren dabei und wirklich ganz schicke Sofas und hast du nicht gesehen. Ganz toll. Und also ganz konträr unterschiedliche Figuren. Währenddessen Tony Lip eher so ein bisschen gespricht, wie ihm so der Schnabel gewachsen ist und dann zum Beispiel so auch seine Briefe an seine Frau formuliert. Er schreibt regelmäßiger ja eben, wenn man so will, Reports oder eben so Liebesbriefe an seine Frau, um halt über die, ich glaube, 2, 3, 4 Monate, die er weg ist, gerade über kurz vor Weihnachten eben, ganz kritische Zeit, versucht er eben Briefe zu schreiben und dann kommt plötzlich dieser Dr. Shirley und hilft ihm dabei so ein bisschen und plötzlich merkst du, wie viel poetischer er formulieren kann. Also kurzum, da treffen zwei interessante Charaktere aufeinander und finden eben auch zusammen irgendwie in einer gewissen Konstellation und lernen ihre jeweiligen Welten eben auch ein bisschen kennen bei diesen Fahrten. Und wir haben natürlich als anderes großes Oberthema, und das ist ein Thema, das wir jetzt zuletzt sehr häufig hatten in Filmen, einfach Rassismus. Ganz knallhart, gerade in den 60ern, in denen das Ganze spielt. Ich hatte jetzt schon das titelgebende Green Book angegeben. Das Green Book, also ich kannte es nicht, ich habe mich da halt noch nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigt. Das Green Book ist quasi ein Reiseführer für Schwarze in den 60ern. Und zwar insbesondere, glaube ich, sogar in den Südstaaten, wo das Thema eh nochmal deutlich kritischer ist, als es jetzt in den nördlicheren US-Bundesstaaten der Fall ist, wo quasi Empfehlungen drin stehen, wo Schwarze übernachten können. Denn damals gab es ganz klar diese Trennung, zum Beispiel was Toiletten angeht, also eben sanitäre Einrichtungen, aber eben auch Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten zwischen Schwarz und Weiß. Und hier sind Empfehlungen drin, wo Schwarze bei ihren Reisen quasi übernachten können. Und das ist ja hier letztlich eine Tournee, bei der eben hier dieser Dr. Shirley quasi im Mittelpunkt steht. Aber er ist und bleibt und egal mit wem er da Handshakes hat und egal vor was für Größen er auch auftritt und egal auch für was, unter was für pompösen Konzerterlebnissen er da auftritt, er ist und bleibt eben schwarz und das ist dann in doch so Alltagssituationen immer wieder ein Problem für ihn. Genau. Bam. Jo, da haben wir aber noch eine ganze Handvoll weiterer Figuren. Wir haben natürlich diese beiden Figuren, die da im Zentrum stehen und die auch die meiste Screentime letztlich haben. Aber ich weiß nicht, wenn du willst, kannst du dir jetzt gerne mal irgendwen raussuchen, wo du der Meinung bist, da sollten wir auf jeden Fall ein paar Worte zu verlieren. Also auf jeden Fall, glaube ich, seine Frau, also Tony Lips Ehefrau, finde ich noch ein ganz großer Teil dieses Films, die ja auch Screentime bekommt und die ja irgendwie so hinter ihm steht und auch so irgendwie dieses 60er-Jahre-Bild irgendwie so abbildet von der Ehefrau, aber trotzdem noch so ein bisschen irgendwie vortrefflicher ist, irgendwie so, weil sie doch schon irgendwie so tough ist und Paroli bieten kann und dass er ja Tony Lip ja ihr diese Briefe schreibt und sie dann ja total, ach,
dahin schmilzt und aber irgendwie so auch ihren Mann auch kennt und sozusagen versteht, ohne jetzt groß zu spoilern. Da steht auf dem Trailerplakat drauf, Inspired by a True Friendship. Weißt du ein bisschen mehr zu den Hintergründen zufällig? Weißt du, ob das irgendwie wirklich nur inspired ist oder ob was für eine Freundschaft da quasi Pate gestanden haben könnte? Also ich weiß nur alles vom Abspann, was ich so noch gelesen habe. Da steht nur noch das, also die gab es wirklich und diese Freundschaft ist echt und wahr. Und ich glaube auch, dass die Handlung generell in der Grundform echt ist und wahrscheinlich sind wieder Dialoge und so und manche Figuren, Nebendarsteller irgendwie dazu erfunden wurden. Aber auf jeden Fall hat Tony Lip später, glaube ich, wirklich in so einem Casino später noch gearbeitet und Mahershala Ali hat weiter getourt, aber also ich glaube, dass Mahershala Ali auch immer alleine dann trotzdem noch blieb und ja, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht darüber. Jetzt. Nur, dass diese Freundschaft wirklich existiert hat und diese Freundschaft auch bis zu ihrem Tode bestanden hat. Also eine gesunde Portion Fiction scheint dabei gewesen zu sein. Es gibt einfach auch so Sachen, wo ich mir so dachte, das hatten wir im Vorgespräch jetzt schon mal kurz angerissen, wo ich mir so dachte, so okay, muss das denn jetzt auch noch sein? An dieser Stelle ein, ach, weiß nicht, ob man das. Doch, ich spoil das jetzt ja einfach knallhart. Das habt ihr jetzt davon. Und zwar geht es um Dr. Shirley. Dr. Shirley ist eine Figur, die hat schon viel erlebt, ist klar. Also wer in den 1960 so viel rumgereist ist, der scheint einfach, der hat schon regelmäßig Rückschläge in Kauf nehmen müssen. Und er ist nicht nur sehr intelligent und er ist nicht nur Künstler. Er ist eine Figur, die offensichtlich ein Stück weit auch in einem Gedankenkonstrukt gefangen zu sein scheint. Auch viel einsam ist, glaube ich, auch. Man sieht viele Szenen, wo er relativ einsam wirkt. Ist auch schwul. So, jetzt habe ich es gesagt, ist ein Spoiler. Spoiler. Ja. Man muss aber einfach mal sagen, dass ich saß im Kino und ich dachte mir so, ey, echt jetzt noch? Warum das denn jetzt noch? Welchen Mehrwert gibt das jetzt dem Film? Und ich kann so viel sagen, es gibt dem Film einen Mehrwert. Es spielt auch keine übergeordnet große Rolle. Es ist eine Szene und die wiederum hat halt gewisse Konsequenzen. Die will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Deswegen finde ich persönlich im Nachhinein die Spoiler gar nicht so mega gravierend. Aber ich dachte mir halt so, okay, musste das jetzt noch sein? Welchen Mehrwert gibt das dem Film? Haben wir jetzt hier irgendwie eine Charakterentwicklung, die jetzt mega smart ist oder so? Und fand das irgendwie eher sogar blöd. Also ich hätte das jetzt echt einen Kritikpunkt angebracht, weil ich finde, das ist auch das, was da quasi für quasi Konsequenzen draus erwachsen. Das hätte dem Film jetzt auch jetzt, also weiß ich nicht, hätte man schon noch anders lösen können. Aber dann hieß es ja letztlich doch, es handelt sich hier um quasi die Verfilmung einer von real existierenden Person. Und dann ist schon wieder okay. Wenn die nämlich wirklich, also wenn der Original Dr. Shirley wirklich homosexuell war, dann ist es okay. Dann ist es ein Teil des Films, der Figur und dann wäre es blöd gewesen, es wegzuschneiden. Weil das gibt ihm natürlich als Figur der 60er Jahre noch einen besonderen Drive, also Thrill, und, weißt du, was ich sagen will? Also macht ihn vielleicht sogar seine Figur noch nicht nur interessanter, sondern eben auch ja wahrscheinlich angreifbarer zur damaligen Zeit. Hattest du diesen Eindruck auch? Fandest du das erstmalig auch irgendwie so ein bisschen skurril und komisch oder vielleicht sogar drüber? Ja, also ich glaube, dass generell immer dieser Schriftzug vorher nach wahren Begebenheiten immer natürlich alles entschuldigt. Und wie auch mittlerweile in meiner Sneak Preview kommen immer so viele Filme nach wahren Begebenheiten, wo ich manchmal schon gähnen muss, weil ich so sage, okay, da ist die Kritikbasis irgendwie eine andere, klar. Weil dann kann man so Facts nicht so stark kritisieren, weil sie natürlich filmisch so vorausgesetzt sind, wenn man diese Filme historisch echt machen will. Ich finde das, also für mich war das gar nicht so ein großer Spoiler oder jetzt Effekt filmisch gesehen, weil also in meiner Gruppe und auch ich, für mich war er sowieso am Anfang, als er seine erste Szene hatte, war er für mich sowieso schwul ohne, also positiv gemeint, schwul ohne Ende. Und nur einzelne Leute im Kinosaal waren irgendwie schockiert, dass als dann diese Reveal-Scene kam, wo er dann als schwul präsentiert wird, dem Zuschauer so frontal waren und manche schockiert, aber für mich war das irgendwie klar. Und deswegen auch in dem Sinne so gut, weil es auch nicht so ein großes Thema auch, wie du schon gesagt hast, ist irgendwie nicht so das, wo man jetzt so, es ist ja nicht, der Film schuf ja nicht auf dieser Homosexualität, dass jetzt der Film daraus irgendwie seine Motivation erschließt, sondern es ist einfach Teil der Figur und Teil seines Charakters und wahrscheinlich spielt auch so seine Manieren und seine Art, ich kenne das von mir selbst, diese Art, wie man mit Menschen umgeht, wie man sich kleidet, wie man
mit den Händen gestikuliert und seine Mimik, das ist alles so Teil, was die Sexualität auch bestimmt in gewisser Weise auch. Aber das ist jetzt nicht so was, wo man jetzt, wo der Film irgendwie sich darauf aufbaut, oh Gott, ist ein schwuler Schwarzer, wie wir das in Moonlight hatten, wo Genau. jetzt das schwule Thema, das schwule schwarze Thema der Drive des Films ausmacht. Und hier haben wir es eher die Freundschaft, wir haben ein Italiener, also ein Italiano-Amerikaner und einen schwulen schwarzen Pianisten und die einfach, ja, der Drive kommt aus dieser Beziehung, aus dem Dialog der beiden, nicht jetzt aus der Homosexualität des schwarzen Musikers. Also deswegen fand ich das irgendwie jetzt kein großer Kritikpunkt in dem Sinne. Im Nachhinein bin ich positiv überrascht vom Tony, wie der darauf reagiert hat. Der schien ja mit der Hautfarbe zunächst eher, also er hat auch kein Problem, das wäre zu viel des Guten, aber dieser gewisse Rassismus schwingt zumindest zu Beginn des Films, also nicht er schwingt mit, also spielt immer eine Rolle und auch in seiner Wahrnehmung. Damit das scheint für ihn eher ein Thema gewesen zu sein, als jetzt die sexuelle Orientierung von Shirley. Ja, das fand ich auch total, total krass, also das, aber auch so witzig und dass die schwarze Hautfarbe mehr gravierend, also gravierender ist als jetzt seine Sexualität. Was, ja, also das ist, ja, fand ich auch ganz, ganz witzig, ja. Also, wie gesagt, so eine Sache, die ich zumindest thematisierenswert fand. Und noch eine zweite Sache, die mir aufgefallen ist, das ist auch eine Szene, die wir letztlich im Trailer sehen, was ich schade finde, weil ich finde, es ist eine der stärksten Szenen im Film. Aber das kann man einfach von einem Schauspieler wie dem Ali einfach auch erwarten. Ich habe gemeint, dass der Shirley eine Figur ist, die auch in so einem Gedankenkonstrukt gefangen ist, die auch sehr einsam ist. Warum ist diese Person denn sehr einsam? Ich meine, okay, ist ein Schwarzer. Und er hat Geld. Und zwar hat er Geld gemacht mit seiner Musik, weil er so herausragend ist und eine Band hat, mit der er zusammen eben überall auftreten kann. Er ist eben kein Schwarzer und auch die sehen wir im Film, die auf großen, auf die auf Baumwollplantagen arbeiten und quasi vom Hand in den Mund leben. Er ist also auch, oder wenn er in so einem schwarzen Hotel, wenn die da einkehren, also ich will jetzt vielleicht auch gar nicht zu viel dazu verraten, aber wenn er halt eben, wenn er da quasi ankommt und will da übernachten, er ist immer fernab der anderen. Er ist kein Teil. Kein offensichtlicher Teil der schwarzen Community. Ja, und ist immer so ein Eigenbrötler, macht immer eher so da sein Ding, sitzt abends alleine in seinem Zimmer, alleine auf seinem Balkon und beobachtet eher andere. Macht er so, ne? Und so sitzt er wahrscheinlich auch jeden Abend alleine in seiner Wohnung. Und auf der anderen Seite, also er kann mit den Schwarzen, zum Schwarzen gehört er schon mal nicht. Und er kann aber auch nicht, also gehört auch nicht zu den Weißen. Denn diese Weißen, die ihm auf der Bühne, wo er gerade noch gespielt hat, die ihm minutenlang Standing Ovations geben, ihm danach die Hand schütteln und ihm alles Gute wünschen. Selbst die lassen ihn dann hinter der Bühne nicht dieselben Toiletten benutzen, weil er halt eben ein Schwarzer ist. Ja, also auch so ist er nicht, es nicht. Und dann sagt er auch wortwörtlich, das sieht man in der Szene, in der Trailer-Szene: Ich bin nicht weiß genug, ich bin nicht schwarz genug. Was bin ich eigentlich noch? Und das fand ich interessant, dass das so ein Thema. Also fand ich einfach gut dargestellt, eine interessante Wortwahl, wie er sie hat, und fand ich gut geschrieben, so in dem Sinne. Zumindest explizit diese Szene. Daraus kann ich dann auch später bei meinem Fazit auch noch mal einen Negativpunkt formulieren, aber ich möchte diese Szene insbesondere mal positiv formulieren, also herausheben und eben auch, wie interessant einfach auch dieser Shirley für mich persönlich geworden ist. Ich denke generell, die Figuren, die sich der Mahershala, ich versuche den Vornamen immer zu vermeiden, Ali da rausgesucht hat, der trifft es einfach, der spielt tolle Figuren. Du hast jetzt hier Moonlight angesprochen, im House of Cards und so. Also er hat wirklich viele geile Sachen schon gemacht. Ja, finde ich auch. Also das ist ein, also ich habe ihn da gesehen und ich muss sagen, ich Mahershala Ali ist ein ganz großer Schauspieler und Wahnsinn. Also wie, was der jetzt in Green Book auch abgeliefert hat und ich kenne ihn auch, also aus House of Cards und auch aus Moonlight und anderen Sachen. Also er hat auch in Panem mitgespielt, also in dieser Jungbuchverfilmung. Und er ist so wandelbar irgendwie. Das ist so, also so krass. Ich dachte am Anfang so, der kann nur eine Rolle spielen, weil er irgendwie sehr tough auch immer rüberkommt. Aber er kann irgendwie, er hat so viele Facetten, was ich einfach großartig finde. Und auch nochmal die Szene, die du jetzt angesprochen hast, wo er Tony Lip damit konfrontiert, dass er irgendwie kein richtiger Schwarzer, sondern kein richtiger Weißer ist, fand ich auch großartig. Die beste Szene im ganzen Film, weil sie einfach so den Main-Konflikt des Films auch thematisiert und das, was den Film ausmacht, nochmal rausstellt. Also das fand ich auch ganz großartig. Wie sieht das denn jetzt aus deiner Sicht aus? Haben wir Szenen, Figuren oder irgendwelche Gedankengänge, die du jetzt hier noch erwähnen möchtest? Ja, also vielleicht was Generelles zum Film, was ich so einmal loswerden muss oder so, weil mich das irgendwie so beschäftigt, weil ich mich damit auch mit Freunden unterhalten habe. Der Film ist große Klasse und vielleicht geht das auch schon zum Fazit, aber meine Kritik an dem Film irgendwie so generell ist, er ist halt sehr klassisch. Also er ist sehr, um wenn man es böse sagen will, 0815
15 Hollywood-mäßig gemacht. Und Freunde haben ihn mit ziemlich beste Freunde verglichen, wo ich jetzt irgendwie nicht, also wo ich nicht den Vergleich ziehen würde, weil französische Komödien nochmal anders arbeiten als mit anderem Humor arbeiten, als jetzt Hollywood das macht. Aber ich fand ihn auch, also filmisch gesehen ist der halt sehr basic gemacht einfach. Und ich beschäftige mich auch, ich schreibe selbst Drehbücher so, haha, hobbymäßig noch. Und der Film kann man eigentlich so in jedem, das Konzept des Films kann man jedem Ratgeber für Drehbuchautoren eigentlich ablesen. Also der ist klassisch Hollywood-mäßig gemacht. Und eine Anekdote dazu, ich habe mit Corinna Gehertz, der Freundin und Drehbuchautorin, habe ich so ein Spiel mal gemacht. Wir saßen mal in der Sneak, da lief Gifted mit Chris Evans, vielleicht sagt dir der Film noch was. Und wir haben angefangen, den Film aufzudröseln mit der Heldenreise, so einem klassischen Konstrukt in der Filmbranche. Wir mussten nach ein paar Minuten aufhören, weil wir haben uns den Film kaputt gemacht, weil wir alles erraten, wir wussten alles. Also als alles kam und alles aufgelöst wurde, das wussten wir schon, weil wir einfach diese Heldenreise abgegangen sind vorher schon. Wir meinten, das machen wir nie wieder, sonst zerstören wir uns die ganzen Filme, die wir gucken. Und so funktioniert Green Book auch. Also der ist auch sehr klassisch gemacht und funktioniert sehr basic und irgendwie ohne große jetzt Überraschung filmisch gesehen, wo man so denkt, wow, das ist irgendwie was Neues, das ist irgendwie was anderes, was man vorher noch nicht so gesehen hat einfach. Das ist so mein einziges Thema, was mich noch so negativ irgendwie umtreibt. Als ob man ein Thema einfach hat abhandeln müssen oder wollen und das Ganze eben in ein Korsett gepackt hat. Ja, oder so eine Art Auftragsarbeit. Also gibt es ja auch ganz viel, dass man irgendwie in Hollywood sagt, da liegt ein Thema, das wollen wir verfilmen, auch wegen dem finanziellen Aspekt, das reizt viele Leute, das hat einen großen Mehrwert für die gesamte Mainstream-Bevölkerung, sage ich mal so, und das müssen wir rausbringen und dann, ja, wird er einfach so, sage ich mal, Hollywood-mäßig produziert und gemacht einfach, dass er viele Menschen anspricht. Jo, ein Punkt, den ich vielleicht, und da könnten wir eigentlich auch jetzt mal direkt zum Fazit kommen, noch erwähnen möchte, ist natürlich die Ausstattung. Also wir haben den Film, der spielt eben in den 60er Jahren und schon im Film, und gerade weil es eben auch Szenen gibt, die im Regen spielen, dachte ich mir, da hat man einfach das Set von The Shape of Water einfach nochmal genommen. Weil es ist klar, wir haben jetzt hier nicht unbedingt eine Militärbasis, aber alles andere, die Autos, die Anzüge, vieles einfach von dem, was so im Hintergrund passiert, ist quasi eins zu eins dasselbe. Natürlich regnet es auch, ist für The Shape of Water jetzt vielleicht auch, also ein guter Vergleich einfach. Das muss ich aber positiv erwähnen, das hat mir einfach gefallen. Und wenn ich jetzt zu meinem Fazit kommen würde, dann muss ich auch grundsätzlich erstmal sagen, dass mir der Film grundsätzlich gut gefallen hat. Ich war auch ein bisschen ergriffen, weil ich eben einfach insbesondere die schauspielerischen Leistungen von Mortensen und Ali sehr gut fand und die Dialoge gut fand. Ich finde, es war gut geschrieben. Ich war, wie gesagt, also ein bisschen thematisch eben auch ergriffen. Auch wenn mich dieses Ding mit der Homosexualität erstmal so ein bisschen verschreckt hat. Aber da es eben, und das hatten wir jetzt hier quasi als Entschuldigung ja schon gebracht, auf wahren Begebenheiten basiert, ist das schon okay. Man muss aber, wenn der Film so ein, zwei, drei Tage gesackt ist, durchaus natürlich auch ein paar Sachen mal negativer in den Blick werfen. Okay, was ist der Film denn letztlich eigentlich noch? Was ist jetzt das Besondere an dem Film? Und dann kann man halt echt mal sagen, klammer mal das Thema Schwarz-Weiß aus, weil das hast du jetzt schon 100 Mal woanders gesehen. Und akzeptiere einfach mal, dass der Film jetzt in den 60ern spielt und gut ausgestattet ist. Dann ist der Film eigentlich nichts als eine ganz tolle Leistung dieser beiden Schauspieler. Denn das hattest du jetzt irgendwie auch schon gemeint mit diesem Drehbuchding. Es passiert jetzt irgendwie jetzt auch nichts total Überraschendes daran. Da ist nichts dabei, was mich jetzt, was dem Film ein besonderes Alleinstellungsmerkmal geben würde. Denn all diese Dinge, die ich jetzt positiv angesprochen hatte, da gibt es eine lange Liste an anderen Filmen, die das eben auch tun. Es gibt viele andere Filme, die Diskriminierung, also den Rassismus thematisieren. Es gibt viele Filme, die in ungefähr dieser Zeit spielen. Viele Filme, die tolle Dialoge zwischen zwei Charakteren auf 1,5 bis 2 Stunden erzählen. Und insofern ist der Film halt ein guter Cocktail aus vielen Sachen, die wir schon mal irgendwo gesehen haben. Und da ich aber wirklich so ein bisschen dieses emotionale Ding so an mir hatte, also ich will sagen mal ergriffene an mir hatte nach dem Film, komme ich dennoch bei wirklich, und das ist halt subjektiv jetzt hier auch ein extra Punkt mit drin, 4 von 5 Punkten aus diesen ganzen Erwägungen heraus. Und also objektiv müsste man wahrscheinlich 3 von 5 geben, aber ich persönlich war eben so angetan und fand vieles gut. Insgesamt komplette Stilistik gefällt mir einfach super und da hat man mich schon, mit der Optik kann man mich sehr gut abholen. Insofern gebe ich 4 von 5 Punkten und muss aber auch sagen, das ist ein Film, den braucht man jetzt definitiv nicht im Kino gesehen zu haben. Der funktioniert auch super im Heimkino. Und wer da die Möglichkeit hat, ihn sich dann irgendwann auch mal zu Hause anzugucken, dem ist auf jeden Fall auch geholfen. Wer ein paar coole Boxen anschließt, merkt auch noch, wie hervorragend der Soundtrack beziehungsweise
eben die musikalische Untermalung ist. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Ali das selbst eingespielt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob der so ein begabter Pianist ist, aber das hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Wie sieht es eigentlich mit deinem Fazit aus? Ja, dazu komme ich gleich. Ich kann deine Frage beantworten zu dem mit dem Klavierspielen, weil meine Freundin meinte, dass er selbst spielt. Mhm. Aber im Abspann ist definitiv das Double für Mahershala Ali genannt und so. Und das ist auch, das ist für mich ganz gut, weil meine Freundin meint die ganze Zeit, nee, der spielt selber, der, das sieht man, wie das gefilmt ist, das kann kein Double sein so, aber es ist ein Double. Also Mahershala Ali hat nicht selbst Piano gespielt. Dann wäre er ja noch viel perfekter als Schauspieler, als er schon annehmen könnte so. Ja, zu meinem Fazit, ich bin da auch sehr bei dir. Ich finde den auch von den Schauspielerleistungen großartig, vom filmischen Basic gemacht, aber gut. So, also man würde, wenn man sowas, so eine Arbeit abgeben würde in einer Filmhochschule, würde man sagen, ja, solide, aber nicht mehr. Die Leistungen sind erfüllt. Ich finde auch genau, die Musik ist ganz großartig. Deswegen musste ich mir den im Kino angucken, weil mein Heimkinosystem ist leider nicht so gut ausgestattet wie jetzt im Kino. Deswegen finde ich den trotzdem, dass man den auf jeden Fall im Kino sehen kann. Und bin da auch bei 4 von 5 Punkten und ja, finde auch, dass man den auf jeden Fall trotzdem Kino angucken kann. Würdest du dem eigentlich, und das ist, glaube ich, ein Thema, das ich jetzt häufiger mal anschneiden muss, gewisse Oscar-Chancen einräumen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Mahershala Ali eine Nominierung bekommt, auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht nicht, man muss sehen, vielleicht kein Gewinn, weil er schon gewonnen hat, sage ich mal so, und bin mir nicht sicher, Viggo Mortensen, weiß ich jetzt nicht, ob der eine Chance hat, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Drehbuch noch eine Chance hat und Regie bin ich mir nicht ganz sicher, aber da Hollywood ja so darauf getrimmt ist, auf diese Story, ist, glaube ich schon, dass da noch so ein paar Nominierungen doch schon drin sein könnten. Sehr schön. Und Nebenkategorien, die man so immer vergisst. So diese wichtigen Oscars, glaube ich, hat eine gute Chance auch. Super. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich würde mich freuen, mal wieder von dir zu hören, insbesondere wenn du vielleicht wieder die Gelegenheit hattest, an irgendeinem Film vorab da mal reinzuschauen, also eben bei einer Sneak zum Beispiel. Könntest du ja grundsätzlich potenziell ein sehr guter, regelmäßiger Gast sein. Also würde mich persönlich sehr freuen und ich danke dir vielmals für deine Zeit. Würde mich auch freuen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung von Plötzlich Familie, einem Film, der am 24. Januar 2019 in die deutschen Kinos kommt. Ein Comedy-Film ist mit auf jeden Fall Drama-Elementen, relativ modern, hat eine Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 58 und laut Filmstarts kann man da ab dem 6. Lebensjahr rein, also eine Altersfreigabe ab 6. Und ja, ist ein Film, über den ich gerne heute mit euch sprechen möchte. Aber wie immer bin ich nicht allein, denn ich habe zwei erlesene Gäste am Start. Und da habe ich nämlich beide im Internet gefunden. Das ist sehr großes Internet und deswegen habe ich einfach mal auf Twitter Plötzlich Familie eingegeben und gesucht, was da insbesondere unter dem Hashtag, glaube ich, war es Plötzlich Familie, alles so verbucht ist. Und da haben diese beiden Personen anscheinend schon irgendwo die Möglichkeit gehabt, sich den Film genauer anzugucken. Ich begrüße zuallererst in der Runde die Julia. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ich freue mich, hier zu sein. Wo hast du den Film denn schon sehen können? Ich habe den Film in der Community-Preview von Dominik Porschen sehen können in Köln. Oh, nice. Mit Voranmeldung hier über dieses Formular, was da online gab, ne? Genau, richtig. Super gut. Und ich hatte schon angekündigt, ich werde einfach unkommentiert nach eurem Lieblingsfilm 2018 fragen. Welcher war das denn, damit man euch ein bisschen besser einordnen kann? Mein Lieblingsfilm 2018 war Greatest Showman. Wunderbar, vielen Dank. Nummer 2 in der Runde ist jemand aus einem Kollektiv an Schreiberlingen, von denen wir gefühlt jetzt echt schon fast jeden mal hier am Start hatten. Aber das ist eben also auch ein Vertreter einer Gruppe von Leuten, die echt Plan haben und wissen, worum es geht. Ich begrüße herzlich den Patrick von Movie Freaks. Moin. Einen schönen guten Abend und danke für die Einladung. Und ich hoffe, das waren nicht zu viele Vorschusslorbeeren. Bis jetzt habe ich wirklich nur positive Erfahrungen mit euch gemacht. Ich weiß nicht genau, Benjamin heißt, glaube ich, euer Kopf, da euer Chef quasi. Ich weiß nicht genau, wie er das anstellt, aber er hat ja schon echt Leute mit dem Boot, die wissen, wovon sie reden. Ja doch, wir sind eine relativ kompetente Gruppe, habe ich jetzt auch den Eindruck gewonnen. Ich bin jetzt erst 2 Monate dabei, deswegen durfte ich bisher noch nicht bei dir zu Gast sein. Sehr schön. Du hast den Film wo sehen können? Ich durfte zu meiner ersten Pressevorführung tatsächlich für die Movie Freaks hier in München mir den Film anschauen in der Vorweihnachtszeit. Sehr schick.
Ja, und auch für dich die Frage, was war dein Lieblingsfilm 2018? Wir wollen es, wie gesagt, nicht kommentieren, nur mal, damit die Zuhörer euch einordnen können. Ja, dann gehe ich mal in eine ganz andere Richtung. Mein Lieblingsfilm 2018 oder zumindest die größte Überraschung war Await Further Instructions. Mega, habe ich noch nicht mal was von gehört. Sehr das schön. Ist gut, der kommt auch noch regulär ins Kino, dann sollte man den sich unbedingt auf die Uhr schreiben. Kriegt der in Deutsch einen anderen Titel? Das ist noch nicht ganz raus, glaube ich. Ich habe große Befürchtungen, wenn die den Titel versuchen irgendwie zu übersetzen. Deswegen hoffe ich einfach mal, es bleibt beim Originaltitel. Tobi. Ja, und wir wollen jetzt eben über plötzlich Familie unterhalten. Ja, ein Film, den ich in der Presseverführung sehen konnte. Und du hattest die ehrenvolle Aufgabe bekommen, mal zu versuchen, die Story zusammenzufassen. Ich versuche es möglichst spoilerfrei und kurz. Es geht um ein Ehepaar. Pete und Ellie heißen die beiden, gespielt von Mark Wahlberg und Rose Byrne, die auf die Website einer Adoptionsagentur stoßen und ab dem Zeitpunkt eben entschließen, dass sie ihre kleine Familie vergrößern wollen. Und zwar durch direkt ein Geschwistertrio, das sie sich in ihr schmuckes Haus holen. Und ja, wir begleiten eben in den Minuten des Films die beiden, wie sie die ersten Herausforderungen versuchen zu bewältigen, dass die neue Familie so mit sich bringt. Ja, und das geht eben mal mehr, mal weniger gut. Dementsprechend ist es durchaus auch eine Komödie zwischendurch. Es hat dramatische Elemente, aber ich denke, da kommen wir dann gleich noch zu. Mhm. Was sollte man denn auf jeden Fall noch ergänzen? Ich denke, man muss, wenn wir dann gleich auf die Charaktere zu sprechen kommen, noch ein paar Punkte rausgreifen. Wir sollten vielleicht die Familienkonstellation noch mal ein bisschen auch thematisieren, wer hier eigentlich mit wem quasi verwandt ist. Und vor allem auch, wie die so miteinander umgehen. Ich finde zum Beispiel, dass die beiden Hauptcharaktere, also hier eben die, wer war es von Dings, gespielt von Mark Wahlberg und hier, wie heißt sie nochmal, Rose Byrne, dass sie ein mega modernes Ehepaar einfach darstellen. Hattest du diesen Eindruck auch, Julia? Ja, hatte ich auch. Also ist so, weil ich denke einfach, ich weiß nicht genau, also geschrieben, man kann das ja alles auf IMDb praktischerweise nachlesen, ist total gut. Ist unter anderem auch der Regisseur mit beim Drehbuch beteiligt gewesen, nämlich Sean Anders, der schon viele ähnliche Filme gemacht hat. IMDb spuckt hier aus, dass er Daddy's Home 1 und 2 zuletzt von ihnen kam. Und auch sowas wie, keine Ahnung, Kill the Boss 2, Chaos Dad, Spritz 2, also alle so Filme, soweit ich sie in Erinnerung habe, gehen die irgendwie alle so in diese Richtung. Wobei ich mir, also ich habe Daddy's Home 2 nicht gesehen, ich kenne nur Rezensionen, aber ich habe so den Eindruck, als wäre das der Film von Sean Anders oder Sean Anders, weiß gar nicht, wie man den aussprechen sollte, der jetzt vielleicht nicht so der flachste von allen ist. Ganz im Gegenteil, ich finde, der hatte verhältnismäßig viel Tiefe für so eine US-amerikanische Komödie. Ist es ein Eindruck, den ihr während der Vorführung auch gehabt habt? Patrick, wie sieht das bei dir aus? Ja, schon. Also gerade bei Plötzlich Familie ist es so, das ist zwar im Kern auch eine Komödie, wie die anderen Filme, die der gute Herr bisher gemacht hat. Aber es hat ja auch sehr, sehr, sehr viele dramatische oder eben auch bedächtige Momente. Das könnte dran liegen, dass das ja im Prinzip seine eigene Geschichte ist, die er da verfilmt. Hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Mhm. Gut, inwieweit das jetzt wirklich seine privaten Erlebnisse waren oder er da ein bisschen aus dramaturgischen Gründen oder privaten Gründen dran gedreht hat, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist so das Segment, an dem er sich ja am besten auskennt scheinbar. Und das funktioniert ja auch in Plötzlich Familie ganz gut, finde ich, ja. Mhm. Dann natürlich auch dieses große Oberthema Adoption. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ist ein Thema, mit dem ich mich persönlich noch gar nicht so mega intensiv befasst habe. Also weder jetzt mit der Situation hier in Deutschland, wenn man Kinder adoptieren möchte, noch mit, wie das so, also in den Staaten läuft. Die haben da ja so Kurse besucht in dem Film, so Vorbereitungskurse, wie sie quasi dann mit der Situation umgehen, wenn da plötzlich ja gleich drei Kinder auf einmal in ihrem Haus sind und ja, mit was für, sag ich mal, Erziehungsmodellen man da so rangehen kann. Ich weiß nicht, Julia, kennst du dich zufällig aus mit dem Thema Adoption? Ist das was, wo du so ein bisschen Einblick hast? Ich habe damit leider keine Erfahrung vorher gemacht. Ich habe mich ehrlich gesagt eher durch den Film damit ein bisschen mehr beschäftigt. Mhm. Alleine dadurch, wie die ganze Familie einfach lernen muss, mit dieser neuen Situation umzugehen und wie man damit zusammenarbeiten kann. Mhm. Einfach, ich denke, da sind dann vor allem diese Kurse vorteilhaft für. Ist hier natürlich eine besonders coole Situation. Also wir haben ja dieses Ehepaar, den es eigentlich auch mal, muss man mal so sagen, ne? Finanziell geht es denen, glaube ich, ganz gut.
Er hat eine Firma, auch wenn man nicht so genau weiß, was er da eigentlich macht. Er muss dauernd irgendwie anscheinend so Bauarbeiten irgendwie machen und Küchen auseinandernehmen, das sehen wir in einer Szene. Oder er muss irgendwie Sachen schneiden oder auf jeden Fall gibt es auch eine entscheidende Szene, wo er auch mit einem riesengroßen Schlagbolzengerät Sachen irgendwo reinballern muss. Und da bollert man auf jeden Fall den Schlagbolzen richtig tief irgendwo rein. Das sieht man schon, aber wir wissen eigentlich gar nicht so genau, warum, wie der jetzt so sein Geld macht. Letztlich kommt dabei aber anscheinend einiges drum, denn ich glaube, sie hat ja keinen Job oder hat sie auch einen Job? Also ich habe jetzt in die Richtung auch nichts mehr in Erinnerung, dass sie da einen Job erwähnt hätte. Da bin ich sehr froh, dass euch auch das so geht, denn ich hatte das schon auf meine vielleicht mangelnden Englischkenntnisse, weil ich den in der OV gesehen habe, geschoben, aber so richtig verstanden, was die beiden beruflich machen, habe ich auch nicht. Aha. Nur, dass es denen offensichtlich in Sachen Geld, in Sachen Wohnung relativ gut geht, ja. Mhm. Wir sehen ja, das sieht man noch, genau. Oh Gott, ist das, jetzt will ich nicht durcheinander bringen. Entweder sehen wir, wie sie zu Beginn des Films in ihr Haus ziehen, oder wir sehen, wie sie während der Film spielt, sich quasi ein Haus angucken, das sie später ziehen wollen. Aber ich glaube, es ist Ersteres der Fall, ne? Dass wir zu Beginn des Films sehen, wie sie sich quasi in ein Haus verlieben und das dann quasi renovieren, oder? Also, genau, ja. Wie ich das verstanden hatte, wollten sie das Haus doch renovieren und dann an die Schwester verkaufen. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Nee, das habe ich auch so gesehen. Ich glaube, die haben mit der Schwester das Haus gemeinsam angeschaut, sich dann überlegt, wie sie es renovieren können und haben sich dabei dann in das Haus verliebt und haben es der Schwester dann, glaube ich, sogar ein wenig madig gemacht, damit sie dann selber später einziehen können. Aber ich glaube, der wirkliche Einzug ist gar nicht mehr Teil des Films. Ja, gut, sei es drum. Also letztlich haben sie eben dieses Haus und haben anscheinend finanziell keine Sorgen. Und dann gibt es so diesen Moment, wo sie, ich weiß gar nicht, wie wären die denn darauf gestoßen, dass man jetzt plötzlich Kinder adoptieren kann? Ich kann mich an die Szene erinnern, wo er, also Mark Wahlberg in seiner Rolle dort, quasi ihren Laptop oder ihren E-Mail-Verlauf oder ihren Laptop-Suchverlauf, Internetverlauf durchforstet und dann auf einer Internetseite ist, wo er so quasi ganz viele Kinder sieht, wie so eine Art... Ich will jetzt nicht sagen Tinder für Kinder, aber es ist schon so eine Art Partnerportal, wo du dir letztlich so einen Ersteindruck verschaffen kannst. Und das nimmt ihn emotional ja total mit. Wie ist sie eigentlich auf die Idee gekommen, plötzlich adoptieren zu wollen? Ich glaube sogar, dass sie vorab auf dieser Seite war. Dann hat er dann gemerkt, dass sie irgendetwas emotional mitnimmt. Ich glaube, da gab es sogar ein paar Tränen. Und dann hat er eben ein bisschen stibitzt und auf ihren Laptop geschaut und hat das da auch gesehen. Diese Tinder für Kinder, wenn ich das vorher gehört hätte, hätte ich es glatt in meine Besprechung mit eingebaut. Das finde ich großartig. Und dann erst war er, glaube ich, gar nicht so begeistert, aber innerhalb von 5 Filmminuten war er dann plötzlich auch Feuer und Flamme dafür. Und ja, dann ging's los. Hat ihn direkt erwischt, ja. Und dann, es gibt diese Vorbereitungskurse, es gibt so einen Tag der offenen Tür, dann eben beim lokalen Kinderheim, darf man das Kinderheim nennen? Ja, ne, ist ein Kinderheim, das ist ein voll politisch korrekter Begriff. Ich denke. Ja, ich denke auch. Da haben sie so einen Besichtigungstermin und dann kommt es kurz oder lang, eigentlich haben sie dann, glaube ich, für ein Kind entschieden. Ich weiß auch nicht mehr so genau, welches, völlig Wumpe. Letztlich heißt es dann von den beiden Betreuern oder den Chefinnen von dem Heim, nämlich Sharon und Karen, gespielt von Tig Notaro und Octavia Spencer. Octavia Spencer kennt man vielleicht sogar, ein relativ bekanntes Gesicht, die bei vielen Sachen mitgemacht hat, unter anderem also bei Hidden Figures waren die unter anderem mit dabei. Und die offenbaren dir dann, dass das eigentlich 3 Kinder sind, die zusammengehören, also Geschwister, und es doch eigentlich schon irgendwie auch ganz nett wäre, wenn sie jetzt alle 3 nehmen würden. Und selbst das scheint nach dem ersten Schock kein größeres Problem für Pete und Ellie zu sein. Ja, und plötzlich kommen da eben 3, ja, auf jeden Fall, ich glaube, Latino-stämmige, weiß ich nicht, aber 3 Kinder mit ordentlich Flavor und Fieber in die Familie rein und bringen eben auch mal deinen relativ strukturierten Arbeitsalltag und Lebensalltag mal so ein bisschen durcheinander. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal so einzelne Szenen rauspicken, was ich nebenbei mache, um es vielleicht auch mir ein bisschen in Erinnerung zu rufen, ist auf IMDb mir mal die Setfotos anzugucken und die Fotos vom Film. Ich würde gern euch einladen, dass ihr einfach mal so ein paar Figuren oder Szenen, die euch so auf die Schnelle einfallen, mal rauspickt und schaut einfach, ob es da was gibt, worüber ihr uns berichten wollt. Da fällt mir vor allem die kleine Lita ein. Das ist auch im Trailer zu sehen, wo auf einmal alles in Brand aufgeht am Tisch. Sie versuchen alles irgendwie möglichst schnell zu löschen und wieder in Ordnung zu bringen. Mhm. Genau, ja, die typische amerikanische Komödie-Filme, wo dann später dann auch der Tisch in Flammen steht. Genau. Und pure Chaos herrscht.
War das in eures Erachtens eine besonders lustige Szene? Also die ist mir jetzt am meisten im Kopf geblieben, ja. Ja, lustig schon. Ist eben eine typische, Slapstick-Gag-Szene, wie man möchte. Ich fand es teilweise ein bisschen schwierig, weil wenn der Film dann mal lustig wurde und es tatsächlich auch im Kinosaal die Lacher gab, gab es häufig direkt danach wieder eine ernste Szene, sodass einem fast das Lachen im Halse stecken geblieben ist. Aber mein definitives Highlight waren tatsächlich die beiden Leiterinnen von der Adoptionsagentur, weil die einfach auch so ein herrliches Duo waren. Also da hat mir jede Szene mit Spaß gemacht, eben weil, du hast es ja gerade schon richtig gesagt, Octavia Spencer auch einfach eine mördergute Schauspielerin ist. Welche Szene mir gut im Kopf geblieben ist, und das spricht generell auch so ein Oberthema an, das der Film auf jeden Fall auch eben thematisiert, und zwar, wenn es um Vorurteile geht, insbesondere die Frage, okay, was sind das eigentlich für Kinder, die man da adoptieren kann, wo kommen die her, die sind doch bestimmt alle drogenabhängig und so total versaut und die sind ja nicht ohne Grund von ihren Eltern getrennt, da gibt es ganz viele Vorurteile, die da im Raum zu stehen scheinen, und die werden hier ein Stück weit dargestellt durch die Familie, die unser Pärchen eben hat, und da gibt es eben noch eine Mutter, da gibt es Geschwister, die wir jetzt ja schon angesprochen hatten, und entsprechende Partner dazu. Und irgendwann gibt es den Moment, wo sie quasi erstmalig, nachdem die Kinder bereits adoptiert sind quasi oder zumindest noch in so einer Art Findungsphase sind, wo die erstmalig eben ihre quasi neuen Tanten und Onkels kennenlernen und auch ihre neue Oma kennenlernen. Und man kriegt so die Gespräche von denen mit und merkt voll, dass die so, ach, wie sehen die denn aus? Ach, guck mal, die sind ja ganz normal. Die sind ja gar nicht überall im Gesicht tätowiert und schwer drogenabhängig, das sind ja ganz normale Kids. Und das fand ich irgendwie cool, wie dann auch so mit diesem Vorurteil gespielt wird, was dann irgendwie letztlich auch ein Stück weit lustig irgendwie war, fand ich. Diese ganze Familie steht dieser Thematik Adoption sehr skeptisch gegenüber. Die sitzen da am Esstisch und da gibt es wirklich viele dumme Kommentare. Natürlich spielt das Thema Kinder und Nachwuchs da immer irgendwie auch eine Rolle, wie das halt bei Familien häufig so ist. Und mal davon abgesehen, dass die allesamt schon ein gewisses Alter haben, wo es dann langsam auch echt Zeit würde für Kinder, wenn man das so sagen darf, gibt es aber auf jeden Fall Vorurteile. Und das fand ich irgendwie schön zu sehen, wie diese Vorurteile im Laufe des Films natürlich auch abnehmen. Wie da lustige Szenen entstehen, wie die Kleine, die du jetzt schon angesprochen hattest, Julia, diese, wie heißt sie, die Lita, darf da plötzlich mal ihre Oma bemalen, ja? Und dann sieht die Oma halt, ich glaube, das ist irgend so ein, sind das Farben oder Edding oder so. Und das kriegst du dann natürlich auch nicht mehr so leicht vom Gesicht runter. Das fand ich jetzt auf jeden Fall cool. Das wollte ich auf jeden Fall erwähnt haben, dass dieses Thema Vorurteile gegenüber Adoption hier eine große Rolle spielt. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ja, gehe ich voll mit dir. Ich fand's, weil du das gerade angesprochen hast, die Szene, muss man ja nicht zu viel drüber verlieren, weil das irgendwann mitten im Film ist, wo die Küche zerlegen. Da ist es zumindest mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass da tatsächlich ein paar Anschlussfehler drin waren. Habt ihr die auch gesehen? Anschlussfehler? Inwiefern also Anschlussfehler? Ja, gerade in der Szene ist mir das aufgefallen, in zwei, drei anderen Szenen noch, dass die zerdeppern da ja so ziemlich alles, unter anderem auch die eine oder andere Scheibe eben in der Küche. Und direkt zwei Sekunden danach, im nächsten Shot ist die Scheibe wieder ganz, im nächsten Shot ist sie wieder kaputt, dann wieder ganz. Ah, okay, das ist mir nicht aufgefallen, okay. Ja. Genau, ja. Das ist, aber das ist interessant, also wenn man darauf achtet, das gefällt mir gelegentlich auch auf, nur hier, also mir jetzt nicht. haben wir denn noch? Wir haben noch die andere Oma, das ist quasi seine Mutter. Und die ist total knuffig. Die ist also volles Rohr bodenständig, alles andere als neurotisch oder so, sagen wir mal, verkopft. So eine, die die Kids halt einfach mal an die Hand nimmt und mit denen was unternimmt. Und deswegen auch sofort die Sympathiepunkte der Kids, die natürlich skeptisch sind, weil sie schon durch die ein oder andere Familie gewandert sind im Laufe ihrer Adoptionskarriere. Diese Oma nimmt die einfach an die Hand und das ist total knuffig. Ich versuche gerade rauszukriegen, wie die gute Frau heißt. Ich weiß nicht, ob das diese, hier haben wir sie, die Grandma Sandy, gespielt von Margot Martindale. Weiß nicht, ob man die sonst noch kennen müsste, aber die fand ich einfach mal, das ist so mein Liebling vielleicht im ganzen Film. Stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Genau. Oh, so ja. Für die Kinder denke ich auch irgendwo eine Vertrauensperson, die sie auch einfach mal machen lässt und nicht an allem hindert. Jo, wie sieht's denn aus? Habt ihr denn noch Themen, Figuren oder irgendwelche anderen Sachen, die ihr ansprechen wollt? Also ich fand noch diese eine Szene sehr schön, in Anführungsstrichen, weil die auch, ich finde, die Gags haben da sehr ganz gut funktioniert. Da wird ja irgendwann die gute Frau von Mark Wahlberg gewahr, dass die größte von den dreien, die Lizzie, einen Freund hat in der Schule.
Nur sie kommen ein bisschen auf die falsche Fährte, wer das denn ist, und wollen ihn dann zur Rede stellen und erwischen da den Falschen. Das war, da hat tatsächlich für mich ganz gut funktioniert, die Gags. Auch wenn das durchaus schon eine ganz schön fiese und gemeine Szene war. Ich weiß gar nicht, ab wie viel der freigegeben ist, der Film. Ist ihr sechs. Das? Ab sechs Jahren. Ja, gut. Das muss im Zweifel ja jeder für sich selber entscheiden, ob er mit seinem Sechsjährigen sich dann den Film anschaut. Genau. Schön. Dann würde ich einfach direkt mal zu unseren Fazits kommen. Und das funktioniert bei uns ja immer gleich. Das heißt also, jeder darf in eigenen Worten, so lange wie er möchte, eine Zusammenfassung des Films oder so seiner Meinung quasi kundtun und am Ende dann eine Punktevergabe vornehmen zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 das absolute Desaster und 5 das absolute Meisterwerk ist. Ihr könnt gerne noch halbe Punkte geben, das sehen wir ja alles nicht so eng. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch vielleicht zur Empfehlung aussprechen, wem ihr dem Film denn quasi empfehlen würdet, wer quasi aus eurer Sicht die Zielgruppe sein könnte. Ich würde einfach mal beginnen. Der Film selbst hat mir grundsätzlich gut gefallen. Ein Film über Adoption und das Ganze verpackt in einer Komödie. Damit ist eigentlich eines klar. Es ist klar, dass es ein Film mit Aufs und Abs sein wird. Und wir wissen eigentlich auch von Anfang an, okay, diese Familie, die sich dann aus irgendwelchen vermutlich emotionalen Gründen für die Kinder entscheidet, muss hier eben einiges an emotionalen Rückschlägen wahrscheinlich auch verkraften. Und am Ende sind wieder alle glücklich, weil es gibt ein Happy End. Das ist das, was man von dem Film eigentlich erahnen und erwarten darf, spätestens nachdem man den Trailer gesehen hat. Und so viel darf verraten sein, genau das passiert auch. Ich will jetzt hier nicht auf einzelne Details zu sprechen kommen oder was da insbesondere eben auch an Ups und Downs so passiert. Möchte den Film aber empfehlen. Er hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen. Ich finde es auch cool, Mark Wahlberg in solchen Szenen, also Filmen überhaupt zu sehen. Ich weiß nicht, ich kenne ihn natürlich jetzt eher so aus dem Transformers-Bereich, damit kann ich nichts anfangen. Er hat jetzt ganz aktuell, gibt es den Home-Release von, ich glaube, Mile 22 heißt der Film. Und ähnliche Filme, wo er letztlich also rumballern muss, krasse Sprüche und einfach eine coole Sau sein muss. Das ist in dem Fall jetzt nicht seine Aufgabe. Er ist ja eine relativ sympathische Figur und mir gefällt eben insgesamt auch die Konstellation, die er da zu seiner Frau hat. Diese Dialoge, die führen, ganz im Ernst, das sind so Dialoge, die führen wir alle in unseren Beziehungen, vorausgesetzt, wir sind nicht gerade 70, 80 Jahre alt und reden nicht mehr miteinander. Also wir haben da, das finde ich super cool, das hat mir mega Spaß gemacht. Generell ein Film, der von seinen Figuren lebt, die Omis, die ich angesprochen habe, die ganzen Familien. Wir hatten ganz kurz angeschnitten, dass es da einen Bereich gibt, so Vorbereitungskurse. Und in diesen Vorbereitungskursen sitzen natürlich auch andere Eltern, die auch Bock haben, Kinder zu adoptieren. Und das sind ganz unterschiedlichste Facetten an Charakteren, die uns da präsentiert werden. Sehr lustige, sehr klischeehafte, welche, die man also eben in Schubladen stecken kann und welche nicht. Und das fand mir auch sehr gut gefallen. Genau, und natürlich eben die beiden Betreuerinnen von dieser Einrichtung, die einfach total bodenständig sind, die in ihrer Karriere auch schon einiges mitgenommen haben. Und du merkst einfach, wenn die zum Beispiel auch mal schlechte Nachrichten zu verkünden haben, dann merkst du einfach, okay, das ist für die jetzt halt so, weil es halt so ist. Die sagen den Satz oder die Entscheidung oder die Mitteilung, die geben die jetzt einfach so von sich preis, ohne da zu viel Emotionen reinzupacken, weil es einfach Profis sind. Und ich muss sagen, insgesamt, wie gesagt, lebt der Film von den Charakteren. Über weite Strecken sind sie, also sie sind mir eigentlich alle doch irgendwie letztlich auch sehr sympathisch. Der Film ist ein bisschen vorhersehbar, ja, also selbst bei den ganz krassen Sachen war ich mir irgendwie jetzt nie so richtig, also da war ich jetzt nicht davon überzeugt, dass das so in der Form vielleicht so krass bleibt und komme deswegen aber auf sehr positiv gemeinte 3,5 von 5 Punkte. Normalerweise eher 3, aber weil ich halt so ein bisschen so involviert mich fühlte, eben 3,5. Ja, und das wäre so mein Fazit und kann den Film eigentlich zum Beispiel für Pärchenabende super empfehlen. Ja, also wer zum Beispiel mit dem Thema Kinder, ja, nein, adoptieren, ja, nein, wer da irgendwie so ein bisschen Bock hat oder wer Bock auf die Charaktere hat, dem kann ich den Film auf jeden Fall ans Herz legen. Julia, wie sieht das denn bei dir aus? Was ist denn dein persönliches Fazit? Also du hast ja schon sehr viel gesagt, was ich auch gesagt hätte. Ich finde, das ist eine schöne, sehr authentische Geschichte über ein chaotisches Familienleben, was so alles passieren kann, wenn so viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Und man überdenkt auch so ein bisschen seine eigene Situation. Man reflektiert seine eigene Kindheit, weil es eigentlich immer selbstverständlich war, eine Familie zu haben und nicht von Ort zu Ort geschickt zu werden. Und ja, an sich, also hast du ja auch angesprochen, einige ernste Momente, da habe ich auch ab und zu mal ein Tränchen verdrückt, muss ich zugeben, und habe auch viel gelacht. Und man fühlt sich sehr in die Figuren, also man fühlt sich sehr
mit den Kindern verbunden. Also man versteht die Situation. Und an sich, also alle Schauspieler waren sehr sympathisch und haben genau gepasst. Manchmal war es ein bisschen überspitzt, wie man das aber von so Komödien in diesem Bereich kennt. Mhm. An sich aber habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt und ja, dementsprechend würde ich dem Film 4 von 5 Punkten geben. Ich hätte mir ihn eher zur Weihnachtszeit gewünscht, weil das schon ein klassischer Familienfilm ist. Ja. Auf jeden Fall, ich bin raus aus der Pressevorführung und da wird man immer gefragt, wie man den Film jetzt so fand, so erste Eindrücke und so. Und ich meinte, ey, super Ding, tolles Thema, Familie, passt perfekt in die Weihnachtszeit. Nee, kommt erst Ende Januar. Also genau, kommt Monat zu spät einfach ins Kino, ist halt so. Jo, vielen Dank, Julia. Patrick, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit? Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe im Grunde habe ich 2 Kritikpunkte an dem Ganzen, um mal mit dem Negativen anzufangen. Das eine ist gerade, was die Julia gerade auch schon gesagt hat, in manchen Szenen doch ein bisschen überspitzt. Ich finde, gerade im Finale ist es dann doch ein bisschen arg, fast schon kitschig, ein bisschen dick aufgetragen. Ich weiß nicht, ob der Film das tatsächlich so in der Art und Weise gebraucht hat. Und ich verstehe nicht, wenn man schon auch auf dem Filmplakat und im Film diesen riesigen, zuckersüßen Bernardiner einbaut, warum der im ganzen Film nicht eine Szene bekommt und teilweise sogar alleine dann in der Wohnung bleiben muss, wenn die ganze Familie dann das Haus verlässt. Da habe ich fast ein Tränchen vergossen, muss ich sagen. Nee, aber ansonsten tatsächlich, also super Cast, haben wir ja gerade schon angesprochen, Top-Schauspieler. Ich fand es auch optisch sehr gut, ein paar ganz nette Schnitte waren drin, gelungene Gags. Ich fand das Pacing tatsächlich sehr, sehr angenehm, also über die kompletten 2 Stunden kam eigentlich keine Langeweile auf, die Figuren haben sich entwickelt, die Geschichte hat sich entwickelt. Ich ging da mit einem sehr positiven Gefühl raus, würde deswegen auch 3,5 von 5 Punkten vergeben wollen. Und ja, ich finde auch, dass das so ein typischer, wenn man so möchte, Pärchenfilm ist. Da bekommt man eine ernste Thematik, da bekommt man gute Unterhaltung, geht hinterher mit einem guten Gefühl raus und hat auch noch dann Thema eben Adoption, über das man sich dann hinterher unterhalten kann. Vielen, vielen Dank. Wenn ich könnte, würde ich hier jetzt noch diesen Song einspielen, diese Lizzie, das sieht man so in den Credits, wenn die Credits durchlaufen, die hat halt einen Song aufgenommen, ich glaube, den kann man auch ganz regulär, der ist also genau genommen ist Lizzie die Figur und die Schauspielerin hat Isabella Mona, die hat einen Song aufgenommen, den würde ich jetzt hier gern einspielen, aber ihr wisst ja, wie das mit den Rechten ist, das ist nur ein kleines Hobbyprojekt, das kann ich mir leider nicht leisten, also guckt da mal, die hat da noch einen tollen Song eingetrellert, jo. Ihr da draußen habt jetzt die Möglichkeit, uns mitzuteilen, wie ihr den Film denn fandet, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr euch sowas angucken wollt, ob ihr uns vielleicht mal erklären könnt, wie das eigentlich mit der Adoptionssituation in den Staaten und in Deutschland ist, ob diese Kurse Pflichtprogramm sind, wie das da so läuft, würde mich persönlich mal interessieren einfach, denn ich glaube, die Hürden in Deutschland liegen da relativ hoch. Ihr habt die Möglichkeit, auf Facebook, Twitter, Instagram oder eben bei dem YouTube-Upload, den ich mache, ja, entsprechende Kommentare zu hinterlassen. Gibt ja noch diesen geheim, ominösen, versteckten Blog, den kein Mensch kennt, aber auch da könntet ihr Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns auf Spotify hören und ihr könnt vor allem die Herrschaften, die heute bei uns zu Gast waren, nämlich Julia und Patrick, auf Twitter finden. Ich werde, soweit das möglich ist, in den Shownotes alle Links reinpacken und dann könnt ihr die beiden mal ganz persönlich mal anschreiben. Julia, Patrick, vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht. Bis dann, ciao. 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 Willkommen zur Besprechung des Films Mia und der Weiße Löwe, welcher am 31. Januar 2019 in den deutschen Kinos starten wird. Regisseur Gilles de Maistre, glaube ich, ist offensichtlich ein Franzose und hat diesen original im Französisch betitelten Film Mia et le Lion Blanc, wie würdest du das aussprechen? Exakt so, ja? Klingt super professionell, richtig? für uns jetzt hier in die deutschen Kinos gebracht und für uns war in dem Film jemand ganz Besonderes. Hallo mein Schatz. Hallo. Du warst für uns eben in Mia und der Weiße Löwe. Ist anscheinend ein Abenteuer-Drama-Family-Film, sagt die IMDb und geht 1 Stunde 38. Mal so erstmal so ein paar Worten, weil als du aus dem Kino kamst, was hast du über den Film gedacht? Wie hat er dir gefallen? Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Es war auch schön anzusehen. Ich mag ja Tiere eigentlich ganz gerne, von daher ist es auf jeden Fall was für Tierliebhaber und so eine Beziehung zwischen Mensch und Tier ist ja schon was Besonderes. Also er war sehr emotional und auch hatte tolle Bilder, also tolle Landschaftsaufnahmen und auch tolle
ja, Aufnahmen zwischen Mensch und Tier und es ist sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ich kenne jetzt den Trailer und habe mir auch schon einige Fotos angeschaut, habe es aber eben, wie gesagt, nicht in die Presseaufführung geschafft, die du ja dankenswerterweise für uns wahrgenommen hast. Da sehe ich ein Mädchen und ich sehe das Mädchen, wie es aussieht, in verschiedenen ja, Altersstufen und offensichtlich gibt es einen Löwe, der mit ihr zusammen aufwächst. Wie haben die das denn gemacht? Sind das verschiedene Löwen? Also es ist so, dass also als der Regisseur die Idee für den Film geäußert hat, habe ich dann gelesen, dass es ihm gesagt wurde, dass es unmöglich ist und dann hat er aber das Mädchen quasi gefunden aus Südafrika und also die Hauptdarstellerin und die hatte schon Erfahrung mit oder ist mit Löwen aufgewachsen und deshalb ja, haben die das versucht sozusagen und haben auch über 3 Jahre oder so gefilmt und das hat dann wohl sozusagen funktioniert. Vielleicht kannst du uns mal die Geschichte zusammenfassen. Was ist die Handlung von Mia und der weiße Löwe? Also die Mia ist ein Londoner Mädchen, die mit ihren Eltern nach Südafrika gezogen ist und mit ihrem Bruder. Und sie ist dort ziemlich einsam und vermisst London und ist auch ziemlich unglücklich. Und dann lernt sie aber, wie gesagt, den weißen Löwen kennen, Charlie. Das ist was ganz Besonderes, also so ein Löwenjunges. Und ihre Eltern haben eine Raubtierzucht. Und ja, dann freuen sie sich mit dem quasi an. Und dann ist auch alles ganz okay. Nur nach 3 Jahren ist der Charlie einfach zu groß und ja, es sind auch ein paar Dinge passiert und auf jeden Fall will ihr Vater den dann verkaufen, weil die Farm auch finanzielle Schwierigkeiten hat. Aber die Mia kriegt dann mit, dass er quasi an Trophäenjäger verkauft werden soll und versucht ihn dann zu retten und reist mit ihm quasi quer durchs Land, um ihn in ein Reservat zu bringen. Da schwingt immer so ein bisschen, habe ich das auch mit, dass ich habe so das Gefühl, als ging es da unter anderem auch um so große Oberthemen, so mit einem erhobenen Zeigefinger wie so Artenschutz meinetwegen oder ja auch, dass man keine wilden Tiere jagen soll und Naturschutz. Sind das Themen, die da eine Rolle spielen? Also jetzt nicht vorrangig, also klar, natürlich, klar, also ich meine, es ist ein Thema, wo es um Raubtiere geht, klar, macht man sich dann schon Gedanken darüber, ob die artgerecht leben und so weiter, aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil eigentlich eher im Gegenteil erklärt wird, wie das funktioniert, also wie das System ist und was man halt machen kann, wenn man finanzielle Schwierigkeiten hat. Also entweder man hört auf sein Gewissen und schützt die Tiere und verdient kein Geld oder man verkauft sie halt teurer und hat dadurch keine finanziellen Schwierigkeiten. Von daher, ja, ich fand jetzt nicht, dass mit erhobenem Zeigefinger gespielt wurde, aber na klar, kann man sich Gedanken drüber machen, wenn man es gut findet oder nicht. In der Hauptrolle steht hier eine junge Frau, von der ich gerade von dir gehört habe, dass die aus Südafrika kommt. Wie heißt sie eigentlich und wie hat sie dir gefallen? Also der Name ist Dania de Villiers und ich fand sie sehr sympathisch. Man hat durch diesen längeren Dreh, durch die längere Drehzeit auch gemerkt, dass sie also älter wird sozusagen. Also man hatte nicht das Gefühl, dass sie erst auf ganz jung geschminkt wird und dann später auf ein bisschen älter, sondern also man hat schon das Gefühl gehabt, dass der Film quasi mit ihr zusammen aufwächst. Und ich fand sie sehr sympathisch, also auch so altersgerecht. Klar, an mancher Stelle ist man dann schon erstaunt, ja, welche Wortwahl Teenager treffen oder wie die Stimmungsschwankungen sind. Also damit kenne ich mich ja nicht mehr so aus oder auch noch nicht. Von daher, ja, also sie hatte auf jeden Fall sehr sympathische Momente und ich finde, sie hat gut gepasst und es hat auch sehr gut harmoniert und sie hat auch die ganzen Szenen mit den Löwen sehr überzeugend gespielt und auch ohne Furcht, was ich sehr erstaunlich fand manchmal, weil sie von hinten zum Beispiel mal angesprungen wurde oder mit den Löwen auch ganz viel gekuschelt hat und die Schnauze angefasst hat und so. Also ich hätte es mir, glaube ich, nicht getraut. Von daher habe ich großen Respekt vor ihrer Leistung und fand, sie hat auch eine sehr gute schauspielerische Leistung abgeliefert und sie ist sehr hübsch. Also von daher, man kann sich das auf jeden Fall gut anschauen. Sehr hübsch ist auch die zweite in der Runde, die wahrscheinlich ihre Mutter spielt. Mhm. Die, oh Gott, Melanie Laurent, vielleicht wahrscheinlich ist sie auch Französin und wird Melanie Laurent ausgesprochen. Oh. Laurent, dankeschön. Und die kennt man ja aus den Glorious Bastards und zum Beispiel auch aus Die Unfassbaren. Da, das sind 2 Filme, wo ich sie jetzt auf dem Schirm hatte. Wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Schauspieler auseinandernehmen, aber wie hat das so als Familie funktioniert? War das irgendwie glaubhaft, dass sie sich gern haben und jetzt so gemeinsam als Familie dieses Abenteuer des, dieser Farm oder dieser, was war es, Tierzucht oder so, dass sie das jetzt gemeinsam bewältigen müssen? Also ja, als Familie haben sie eigentlich meiner Meinung nach relativ gut harmoniert. Was ich bei der, also ich finde die Melanie Laurent auch sehr sympathisch und sehr hübsch und auch gut besetzt, aber bei ihr hatte man manchmal das Gefühl, dass sie ein bisschen naiv ist und irgendwie nicht so, also zum Beispiel hat sie halt zugeguckt, einmal klar mit Angst, aber wie ihre Tochter von hinten angesprungen wurde und ich glaube, eine normale Mutter hätte da, glaube ich, eingegriffen, aber
weiß ich nicht. Oder dann hat sie auch diese finanziellen Schwierigkeiten und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, sie lächelt das alles immer nur weg und das würde sie gar nicht so fertig machen. Also ja, von daher habe ich mir manchmal gedacht, okay, ob ich da vielleicht anders wäre, aber klar, ist natürlich auch Typsache. Und sie hat immer so ein bisschen, sie hat wie so der Sonnenschein der Familie gewirkt und fand ich jetzt nicht so glaubhaft, weil ja, wenn man halt so schwierige Situationen hat, dass man dann trotzdem immer so gut drauf ist. Aber trotzdem haben die eigentlich ganz gut harmoniert und auch der Bruder war ganz sympathisch und der Vater, also gibt es eigentlich nichts auszusetzen. Der Trailer macht den Eindruck, als trotz der Film nur so vor wunderschönen Naturaufnahmen und auch toller, ja so Direktaufnahmen von Tieren. Ist es so, sehen wir die, wird denn sie geliefert oder trügt der Trailer vielleicht so ein bisschen? Nö, also es gibt auf jeden Fall sehr schöne Landschaftsaufnahmen und ist auch mit sehr schönen Perspektiven gefilmt, also so manchmal aus der Luft oder so. Und ja, es werden auch andere Tiere gezeigt, also es ist wie so eine Afrika-Safari quasi. Das ist echt schön. Gibt es denn jetzt noch Punkte, die wir unbedingt besprechen sollten oder wollen wir direkt zum Fazit kommen? Also die Vater-Tochter-Beziehung ist auch noch ein Aspekt, aber ja, also ich weiß nicht, das lohnt sich einfach mal anzuschauen. Also ich finde es generell interessant, wenn man selber Kinder hat, dass man mal so sieht, wie die dann in ein paar Jahren sein könnten und was da auf einen zukommt. So, also ich meine, klar, ist jetzt nicht 100% sinnbildlich, aber ja, so einige Sachen. Ich habe schon dann im Kino gesessen und gedacht, naja, weil viele immer sagen, kleine Kinder kleine Sorgen und große Kinder große Sorgen oder kleine Kinder sind noch so niedlich, wo man sich dann manchmal denkt, aber dann habe ich schon verstanden, also wenn sie da reinkommt und sagt, ich hasse euch alle, dann das habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, von daher, das ist auch noch so ein Aspekt, den ich eigentlich ganz spannend fand, also quasi wie Teenager-Kinder sich verhalten. Ja, sind auch nicht mehr Kinder dann. Ja, aber jetzt können wir gerne zum Fazit kommen, ja. Ja genau, wie sieht es denn da aus mit deinem Fazit? Wir haben ja zum einen mal diese Punktevergabe zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine Katastrophe ist und 5 das Meisterwerk. Und dann würde mich natürlich auch interessieren, du hast es bereits in deiner Einleitung so ein bisschen angeschnitten, wem würdest du den Film empfehlen? Ist das was für kleine Mädchen? Ist das vielleicht was für einen Pärchenabend oder für coole Kumpels, die mal einen coolen Film sehen wollen? Wie sieht's aus? Was ist dein Fazit? Also ich glaube, der Film ist erstmal was für auf jeden Fall Tierliebhaber, wie du gesagt hast, auch so Leute, die vielleicht eine Beziehung zu Südafrika haben oder ja zu Tieren. Aber natürlich ist es auch ein ganz toller Pärchenfilmabend, wenn der Mann ein bisschen zurücksteckt. Wobei es auch ein Film, also ich fand jetzt nicht, dass es nur ein Frauenfilm ist, sondern auch einfach eigentlich geschlechterneutral. So Kumpelsabend weiß ich jetzt nicht und Kinder weiß ich auch nicht, weil es schon teilweise sehr dramatisch ist und auch sehr emotional und man auch schon, also ja, die schießen halt auf Tiere, also ich weiß nicht, ich würde das jetzt meinem Kind nicht zeigen. Also ich würde dem Film 5 von 5 Punkten geben. Also hat mich sehr emotional auch berührt, aber gut, ich bin halt auch eine Frau. Und zwar auch, ja, weil ich den einfach sehr schön fand. Klar, es gab auch zwischenzeitlich ein paar Situationen, wo man dachte so, also er hat schon ein paar Längen, das ist schon richtig. Und auch, dass die Kleine, also die 13-Jährige sich das Auto schnappt und da quer durchs Land fährt, finde ich jetzt auch nicht so gut. Aber ja, so ist es halt. Aber ich fand die Schauspieler durchweg sympathisch. Ja, ich fand das auch mit den Löwen, die Story eigentlich ganz cool. Von daher habe ich eigentlich wenig auszusetzen. Und würde ihn eigentlich empfehlen, ja. Ich würde auch nochmal reingehen. Ich glaube, das ist wohl das beste Fazit, das man zu dem Film ziehen kann, dass man sich ihn nochmal ein zweites Mal anschauen würde. Mhm. Ja, mega nice. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und hoffe, dass wir schon bald den nächsten Film besprechen können. Danke dir. Gerne.